Hi und herzlich willkommen. Heute machen wir Kopfrechnen und ihr dürft gleich einmal die Stopptaste drücken oder euch einen Screenshot machen. Dann könnt ihr die Aufgaben rechnen und hinterher könnt ihr eure Ergebnisse mit meinen Ergebnissen vergleichen. Also los geht's. 780 minus 300 macht klar 480. Und damit seid ihr auch schon fertig. Als nächstes sollen wir hier addieren. 2 plus 1 macht 3. 4 plus 8 macht 12, merke 1. 3 plus 7 ist 10, plus 1 macht 11. Und damit seid ihr auch schon fertig. Bei der Multiplikation ist es hier ganz einfach, da ihr hier mal 100 rechnet, schreibt ihr euch mal als erstes die 18 hin. Und wenn ihr mal 100 rechnet, dann setzt ihr einfach diese zwei Nullen hinten dran und damit seid ihr auch schon fertig. Nächste Aufgabe, addiere zu 150 die Zahl 103. Addieren bedeutet für uns plus, das heißt also 150 plus 103. Und 150 plus 103 macht 253. Fertig. Auch hier erkläre ich euch noch schnell einen Trick. Wenn ihr 60 mal 50 multiplizieren müsst, dann rechne ich als erstes 6 mal 5 und 6 mal 5 macht 30. Und als nächstes nehmt ihr diese zwei Nullen und legt die hinten an und damit seid ihr auch schon fertig. Letzte Aufgabe, Multiplikation. 5 mal 3 ist 15, merke 1. 2 mal 5 ist 10, plus 1 macht 11, merke 1. Und 5 mal 4 ist 20, plus 1 macht 21. Und damit seid ihr auch schon fertig. Ja, ich hoffe, ihr hattet viele Aufgaben richtig. Lasst gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.